Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Garion Metatron mit einem neuen Livestream zu Elder Scrolls Online. Noch sieht es hier ganz hübsch aus, aber wir gehen heute in die Deadlands. Wir werden heute weiterspielen bei Tore von Oblivion, dem Jahresevent dieses Jahr. Und wir werden uns mal ganz kurz anschauen, was hat denn der Director Matt Fire oder Fryer oder wie er auch immer heißt, zu Elder Scrolls Online gesagt in seinem Jahresrückblick und seinem Vorblick. Fyra, so heißt er übrigens. Genau, das wollen wir uns auch mal kurz angucken. Und natürlich, was hat es jetzt Neues im Kronenshop? Was ist im Dezember jetzt geändert worden? Das alles gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Im Moment bin ich hier gerade nur auf Somerset, weil ich gerade eben in meinem Haus war. Und wir schauen einfach sofort mal in den Kronenshop rein. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Im Kronenshop selbst ist nämlich mittlerweile hier was Weihnachtliches. Ja, hier diese wunderschöne Adventskranz-Deko auf dem Hut. Ja, die ist auf jeden Fall ganz hübsch gemacht, ne? Breitkrempriger Winterhut. Warum der nur noch 3 Tage drin ist, weiß ich nicht genau, weil eigentlich ist ja Weihnachten noch ein paar Tage hin. Aber noch 3 Tage könnt ihr diesen Hut erwerben. Oder halt dann auch hier ein Adventskranz um den Hals. Nein, ein Winterkranz. Bei diesem Pferd hier, Winterkranz Grauschecke, auch noch 7 Tage im Spiel. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen weihnachtlich, ne? Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und was ist noch drin? Es ist im Moment hier, ihr seht es schon, eine neue Kistenart drin. Die Kiste der himmlischen Zack. Ja, so heißt die Kiste. Und wir gucken uns jetzt gleich mal an, was denn alles aus dieser Kiste rauskommen könnte. Und dann werden wir heute auch noch Quests machen von Deadlands. Und nebenbei natürlich auch noch ein bisschen was an Nebentätigkeiten. Und hallo an PandaTeddy71 und hallo an Silberkind13. Schön, dass ihr beide eingeschaltet habt. Und mein Neben der Arbeit Abendprogramm. Ja, okay, wunderbar. Ja, wenn ich inspiriere deine Arbeit, deine Aufgaben, die du für die Schule machen kannst, dann ist das doch wunderbar. Ich sag mal so, wenn die nachher alles ESO-Aufgaben kriegen in der Schule, ist das ja auch mal was anderes. Panda Teddy hat schon 18.000 Punkte zur Community-Herausforderung gesteckt. Im Januar könnt ihr mich am Wochenende sehen, wenn wir 120.000 Punkte hier zusammenkriegen. Und 18.000 davon hat Panda Teddy schon gespendet. Das heißt, über 10% der Herausforderung hat Panda Teddy schon bezahlt. Das ist ja schon mal super. Gari-Punkte könnt ihr sammeln, indem ihr einfach hier zuguckt und Follower seid. Und dann habt ihr irgendwann auch genug Punkte, um diese in die Herausforderung zu stecken. So, gucken wir mal ganz kurz, was denn in diesen neuen Kisten ist. Was in den neuen Kisten ist. Ja, jetzt haben wir es richtig. Du musst morgen die Schule ärgern. Mathearbeit steht an. Ja, Hammer. Mathearbeit, wunderbar. Welches Thema? So, und hier, diese ganz seltene Apex-Belohnung, ne? Das kriegt ja eigentlich kein Mensch. Hat einer von euch schon mal eine seltene Apex-Belohnung bekommen? Ich noch nicht, aber das ist mal cool, ja? Hier so ein Himmelsbock, ja, also wirklich ein Sternbild hier fast schon. So, das hat schon was, so sieht der komplett ausgerüstet aus. Das ist mal wirklich eine Belohnung. Ja, da müsste man eigentlich mal ein paar Kisten öffnen. Vielleicht habe ich da schon ein paar Ideen zu Weihnachten. Vielleicht könnte man da ja mal ein Giveaway drüber starten. Naja, das aber erst später das Thema. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Weihnachten ist ja noch nicht. So, dann hier noch das nebulöse sterngeborene Ross. Ich bin nicht so der Rot-Fan, von daher würde ich mich ärgern, wenn ich die kriegen würde, die Belohnung. Also dann würde ich mich ärgern, dass ich nicht die blaue gekriegt habe und würde die doch ganz gerne eintauschen, weil ich bin eher so der Blau-Fan statt der Rot-Fan. Ich würde mit dem Pferd nie rumreiten, wenn ich das hätte, weil Rot mag ich nicht. Okay, aber er hier, ne, Sternjäger Senschel,
Der hat auch natürlich was ziemlich Cooles, muss man sagen. Ja, aber ganz schön schwer zu bekommen. Wer das aus den Kisten zieht, der hat echt Glück. Und Silberkind hat den Senshi der Ankara. Okay, ist Moin, das. Meister. Ist das eine seltene Belohnung oder wirklich eine Apex-Belohnung? Also es gibt ja hier auch ne, legendäre und epische. Ich würde ja sagen, der Senshi Ankara war eher episch oder legendär, ne? Oder vielleicht sogar, aber selten. Ja, und hallo Opa Rainer, der hat uns hier alle mal gerade begrüßt mit einem Moin Meister für 75 Bits. Ein bisschen erschrocken hat er uns. Schön, dass du eingeschaltet hast, Opa Rainer. So, auf jeden Fall sind diesmal echt schöne Belohnungen drin, ja. Also wenn man den Bock hat, dann passt der Astralschimmer natürlich auch sehr gut dazu, ja. Wenn man so rumrennt und dann auf diesem Bock sitzt, dann kann man sich echt getarnt durch die Gegend bewegen. Gut, der prächtige Süßkringel, den habe ich schon irgendwie schon öfter mal bekommen. Ich weiß gar nicht, den habe ich schon. Ich weiß gar nicht, warum der so besonders ist. So, und dann die Roben der Himmlischen, ja, auch. Da würde ich mich sogar noch breitschlagen lassen, auch wenn es ein bisschen weiblich aussieht hier oben. Aber ich glaube, damit würde ich auch mal ein paar Wochen rumlaufen, wenn ich sie denn mal kriegen würde. Vielleicht in Weiß-Gold, so wie jetzt. Ne? So. Aber auch hier, die Belohnung ist auch schön, die Sterngeborenen-Sache. Ne? Auch da sind ein paar Sternchen drauf. Und das sieht doch auch schon ganz schick aus. Also, ne, die Rüstung vor allem Dingen hier, das in Gold. Das sieht schon nett aus. Radiant Apex, sagt Silberkind. Das ist natürlich was. Jetzt müsste man wissen, was Radiant auf Deutsch heißt. Ne? Weil auf Englisch kennen wir das nicht. Also super selten und ich habe mich mega gefreut, weil der perfekt zu meinem Rotwadon passt. Okay, dann doch seltene Apex-Belohnung. Silberkind hatte dann die Radiante. Radiant heißt selten, wusste ich gar nicht. Ich dachte. Selten heißt, Moment, selten. Selten ist doch eigentlich ein ganz einfaches Wort auf Englisch, ne? Rare. Genau. Also, gut, radiant dann halt. Wunderbar, machen wir mal weiter. Genau, wir haben hier dann noch eine aasgoldene Linmale der Xividiali. Ja, passt auch gut zu mir. Ich habe auch immer ziemlich viel Gold, ist schon im Gesicht und so, ne? Also von daher auch hier richtig schöne Sachen. Dieses ganze astrale, himmlische, das hat was, muss man einfach sagen. Ne? Da haben sie sich schön was ausgedacht. Und okay, jetzt wird es ein bisschen bauchfrei. Ja, es ist okay, sage ich mal so. Passt, aber ja, Röckchen wollte ich jetzt nicht unbedingt anziehen. Dann geistberaubter Wolf. Auch hier ein bisschen Leuchten drin. Aber das ist cool, oder? Das ist doch mal ein cooles Teil fürs Haus. Das passt gut zum Teleskop von Silberkind. Silberkind hat uns im letzten Stream ihr Haus gezeigt und hat da ein riesen Teleskop drin stehen. Da wird sowas natürlich auch noch gut hinpassen. Dann hier der Koboldhafte, die kobolthafte Oberhaut. Gut, ja, zeigt ein bisschen die Muskeln, aber gefällt mir gar nicht. Muss man nicht haben. Und natürlich wieder neue Kronen, Handwerkstile, ne? Hier Krallenhort. Ja, die, also was heißt neu? Die Nummern sind alt, ne? Damit sieht das ja man, wir sind mittlerweile bei 100 oder so angekommen. Aber dass man sie überhaupt aus den Kronenkisten rauskriegt, ist ja auch schon mal schön. Dann hier den Milchsaft Nix Ochsen Ross. Oh. Ich finde die richtig hässlich, diese Spinnenviecher. Das ist gar nichts für mich. So, und Pferd des Altdrachenjägers. Okay, jetzt wird es ganz normal. Ne? So ein bisschen Drachenrüstung auf dem Pferd ist jetzt nicht so der Hammer. Und dann haben wir noch ein paar Waffenstiele. Ja, ein paar Stiele, die jetzt halt dann auch alles mit ein wenig astral sind, himmlisch sind, Zaubernarbe. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber ich würde mir dafür jetzt nicht eine extra Waffe bauen. Ne, da, wenn, dann müsste ich ja den hier bauen, ne, als Zauberer, einen Steinstab, aber er müsste ein bisschen schöner aussehen hier oben. Die Lichteffekte sind zwar toll, aber der Stabkopf sieht irgendwie komisch aus. Okay, und dann noch die epischen Belohnungen, die gucken wir uns noch gerade an.
Ja, das hier ist eine Linienvisage der Xivalli. Ja, dieses Ding hier. Das, was ich da jetzt so im Gesicht habe, ist jetzt irgendwie komisch. Dann die Azuraugen. Ist das überhaupt das, was ich gerade gesagt habe? Ach nee, das ist das goldene Zeug hier, was ich im Gesicht. Habe ich etwa das hier aktuell an? Ich habe doch nicht etwa so eine Kette gerade im Gesicht, oder? Doch, wenn das hier jetzt die Linienvisage ist, dann habe ich echt die Kette gerade an. Oh mein Gott, die muss ich aber ausziehen. Wenn man sich mal so nah betrachtet. Dann hier Eisenhut, Lawinenhund. Ein richtig schöner Bernhardiner hier. Sehr schön. Passt zum Winter. Und Ferngrab-Reliquar. Das sieht man ja oft in Ferngrab. Da sind dann irgendwelche Sachen drin. Ja, einfach ein Ausstellungsobjekt. Und die Flamme des Kriegers. Ein Einrichtungsgegenstand, der sich ein bisschen bewegt. Kann man aber nicht aus- und einschalten, ist einfach da die Flamme. So, dann noch hier in Rot Gladiatorenhelm und Gladiatorenwams. Ja, da kann man wieder ein bisschen bauchfrei durch die Gegend laufen. Ja. So muskulös. Nein, muskulös, wie ich bin, wird das ja gut zu mir passen. So, und das ist doch mal schönerer Kranz, als ich schon anhab. Da könnte man sich überlegen, den anzuziehen. Naja, Kanun spielen, das ist mal was ganz anderes. Ja, mal eine richtig coole Harfe hier. Also so ähnlich wie eine Harfe. Hört sich auf jeden Fall mal cool an. Und das ist ein schönes Emote, finde ich, weil damit kann man sich mal wieder ein bisschen Musik anhören. Gefällt mir gut. So, Schleierkrone. Und jetzt kommen noch ein paar Pets. Skaldenmuse, Greifenjunges, hat wieder ein bisschen was mit Somerset zu tun. Dann hier noch in Lila die Malereien. Ja, also auch nicht nur in Gold. Urweckschröter. Ja, sind echt ein paar schöne Sachen drin. Und Waldarbeiter, Kluft. Ja, gut, da, wenn man gerne Holz fällt. Das mache ich im Moment genug in New World, das brauche ich jetzt nicht auch noch hier zu haben. Und die geistberaubte Katze. Jetzt kommen die Sachen, die dann auch günstiger sind, ne? Weil die kann man ja auch dann immer schön mit Kronenedelsteine kaufen. Da gibt es dann natürlich wieder auch die Gesichtsbemalung hier. Zack. Und dann die restlichen Rüstungsteile, die wir eben schon gesehen haben in Rot. Diese Gladiatoren-Sachen. So. Aber ja. Ob man unbedingt eine rote Rüstung braucht, bin ich jetzt mal am Überlegen. So auf dem Körper kann man ja eigentlich gar nichts groß damit anfangen, ne? Weil was bringt man das, wenn ich mir das auf dem Körper hole? Weil irgendwie hat man doch so eine Rüstung an. Und dann hier Himmelsgucker. Also mal ganz gechillt hinlegen und einfach den Himmel betrachten. Ach nee. Wie schön ist das denn? So, jonglieren habe ich leider schon ein paar zu viele. Ich habe Juggle Flame und sowas alles schon. Darum, das ist nicht so interessant für mich. Katzenhaft, ja, weil es Wolle ist, ne? Ist ja klar. Und dann noch hier die Körperbemalung der Glücksschmiede. Ich meine, wenn man doch lieber Gold oder Lila haben kann, wer will denn dann schon schwarz? Nee. Dann noch hier eine kleine Dieb. Nix, Moment, Dieb Nixade, so heißen die Dinger. Ja, die sind. Isst sie das? Isst sie das Glühwürmchen? Nein, sie isst es nicht. Der Nieben, Karläufer, Ödfels. Also es sind wieder viele, viele Pets dabei, muss man sagen. Auch wieder hier ein Hund. So, und dann noch Bemalung in Rot. Unbehende Hände. Was ist das? Okay, ich habe was kaputt gemacht. Gut. Das ist auch nicht schlecht. Gut, irgendwas kaputt machen. Und noch ein Wolfswelpen. Sehr schön. Und guten Abend an Miramis. So, die restlichen Sachen, die sind jetzt nicht mehr so wichtig. Aber das Schöne ist halt, man kann jetzt mal gucken. Und diese Belohnungen, die es jetzt hier gibt, ne, die kann man sich ja dann auch über die Kronensteine holen. Über diese Edelsteine, die man auch aus den
ja, wie heißen sie, die Ouroboros-Kisten bekommt. Und das ist halt das Schöne, man kann jetzt also wirklich hingehen und hier zum Beispiel die Katze für 16 Steine holen oder hier den Lawidenhund für 40 Steinchen. Das ist also alles gut erschwinglich, ne, mit den 200, die ich habe, kann ich mir hier sogar diese astrale Aura-Projektion holen. Aber ich überlege immer, ich spare immer, mal gucken, vielleicht ist irgendwann mal was dabei, was ich dringend haben möchte. So, noch 22 Tage, also noch diesen Monat, ist diese Schneekugel im Spiel. Also das Haus, ne, ist ja ein Haus, sieht nur wie eine Schneekugel aus. Und ich würde sagen, das war es auch schon an besonderen Sachen. Ich meine, hier haben wir immer noch, zack, ne, den kleinen Totenländer Pantamgauer. Aber das ist ja jetzt nicht so der Hammer, sag ich mal, ja. Oder der Bär. Alles in Feuer. Ich würde sagen, alles schon mal da gewesen, auch wenn neu dran steht. Irgendwie kommen mir diese Feuerreittiere und diese Feuerpets bekannt vor. So, das war erstmal die Kronenumschau. In der Zeit, wo wir jetzt in die Deadlands reisen, wollte ich kurz mal sagen, also es gab ja jetzt einen Brief wieder von Matt Fryer. Das ist ja der Director bei ESO. Und der hat einfach mal gesagt, wie ist denn das letzte Jahr gelaufen? Und ich kann es zusammenfassen, ja, sie haben 4 DLCs rausgebracht, das hat auch ganz gut geklappt mit den 4 DLCs, aber sie haben die Hardware nicht updaten können, weil es gab sehr viel Hardware-Engpässe dieses Jahr und deshalb sind sie da nicht so weit gekommen, wie sie kommen wollten. Gut, das ist jetzt eine Zusammenfassung, die für 2021 so passt, ja. Wichtig ist natürlich, wir konnten uns ein bisschen in ESO reinflüchten. Aber da haben wir jetzt nichts gelesen, also der Director hat da jetzt zu 2021 nichts Großes gesagt, was überraschend war. Gut, interessant war, über Millionen der Spieler. Moment. Bri ist sprachlos ob eures Unwissens. Sie gehören zum Clan der Klingenträger, was offensichtlich sein sollte. Ist das so? Nun, was machen Sie hier? Eine Art Dremora-Festivität? Free müht sich, diese lächerliche Idee zu ignorieren. Er erinnert sich, gehört zu haben, dass Klingenträger in einer sterblichen Festung eingesperrt waren, ehe sie gerettet wurden. Ja, keine Ahnung, wer da gerade gesprochen hat, aber wir haben sie sehr deutlich gehört. Ich habe nur nicht die NPCs dazu gesehen. Okay, genau, was hat er noch gesagt? Also, dass Millionen von Spieler hier waren in ESO. Also, ESO ist schon ein gesundes Spiel, ne? Es spielen sehr viele Leute. Die Server, die laufen ja auch eigentlich immer ganz gut, so im normalen Questbereich. PvP mache ich nicht, von daher. Ja, das sind also die Informationen gewesen für die letzten Zeiten, für die letzten Jahre 2020, 2021. Aber was jetzt halt interessant ist, was kommt denn nächstes Jahr? Und der Blick voraus, der wurde kurz mal erwähnt. Tja, politische Intrigen soll es nächstes Jahr geben. Also nicht mehr die große Molag Bal kommt vorbei oder Meones Dagon kommt vorbei und macht richtig viel Ärger, sondern es soll eine Geschichte, ja, eines Volkes geben mit Intrigen und so weiter und so fort. Schon eines spielbaren Volkes. Und wenn man da so mal überlegt, welche Völker gibt es denn alle? Ja, worüber könnte man Intrigen bauen? Ja, wir haben natürlich schon sehr viel über Argonia gehört. Wir haben sehr viel über Nord hier oben schon gehört. Skyrim und so weiter, kennen wir ja alles schon, ne? Auch die Dunkelelfen, wie die Probleme mit den Argoniern haben und so. Ich glaube, die Geschichte ist durcherzählt. Da wüsste ich jetzt nicht, was man da groß erzählen soll. Auch hier Elsweyr, Khajiit und so sind eigentlich so weit, so gut klar, was da los ist. Ja, Somerset, klar, die Hochelfen, hier die ganzen Waldelfen in Gradwald und so weiter. Ich glaube, auch da gibt es schon Storylines ohne Ende. Und Intrigen kenne ich da auch nicht so wirklich. Wo ich sagen muss, wo ich noch nicht so hintersticke, also hier auch, ne, klar, Kluftspitze, ne, sind eigentlich auch standardmäßig alles klar bei Glenumbra und so, kennt man eigentlich auch, aber die Rotwardonen sind so eine Sache, wo ich sagen muss, ja, da wissen wir halt, die laufen in der Wüste rum, aber so richtig, außer das mit den Göttern oder so, was sie da so haben, mit ihren ganzen Gräbern und so,
kennt man da ja noch nicht so viel von, ne? Und auch hier ist ja noch ziemlich viel Platz. Sonst ist ja nicht mehr viel Platz auf der Map, ne? Also hier ist noch viel Platz, hier in Italien. Nein, ist nicht Italien, aber sieht so ein bisschen näher aus, hier Deutschland und dann hier so runterfahren durch die Alpen nach Italien, hier ist Spanien. Nee, ist klar, war jetzt ein Witz, ne? Aber hier ist England, oder Norwegen, Schweden und so weiter. Nein. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es so ein bisschen mal Richtung Rotwardonen geht oder sowas. Ich bin mal schwer gespannt. Auf jeden Fall wird es kein Mega-Endboss, der die ganze Welt vernichten oder versklaven oder übernehmen will. Es wird so ein bisschen wie Wrotka, heißt es. Also so, was machen die Orks, welche Clans gibt es in den Orks, in den verschiedenen, ja genau, welche Ork-Clan gibt es hier und sowas und welcher hat welche Intrigen, wer ist für Trinimak und wer ist für die anderen und so weiter und so fort. Also auch die Orks, ne, da kann man auch nicht mehr viel zu erzählen. Da ist, glaube ich, auch alles durcherzählt. Darum bleibt ja eigentlich nur noch so Dolchsturzbündnis. Ne? Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft. Ich meine, mit dem Reich haben wir auch schon viel mit Greymoor und so erfahren. Also ich würde sagen, es geht Richtung hier. Hier ist noch viel Platz. Hier unten in die Aligre-Wüste können wir noch was bauen, da können noch ein paar Pyramiden hin. Das wäre doch mal ganz interessant. So ein paar Gräber wieder durchforsten und so weiter. Ich hoffe auf Hammerfall, sagt Silberkind, aber das wird wohl erst Elder Scrolls 6. Also ohne Online, aber 6, ja, das könnte natürlich sein, ja. Hammerfall, man weiß es eigentlich gar nicht, was in 6 kommt. Vor allen Dingen, es wurde ja jetzt gesagt, 2024 oder 25 frühestens, ne? Also, es wird ja auch noch relativ lange dauern, bis da überhaupt irgendwas in der Richtung kommt. Also, soweit ich weiß, wurde das schon mal kurz angesprochen, das wird dauern, ne? Also, Elder Scrolls 6 kommt nicht so schnell. Aber das hier wäre Hammerfall, ne? Also hier die Gegend ist Hammerfall. Und ich würde sagen, da passt auch noch was rein. Also hier wieder oben bei Skyrim und so was, fände ich ein bisschen träge. Ja, ein bisschen langweilig, immer hier oben die Ecke. Und hier unten Mörkmeier und Sümpfe haben wir auch genug gesehen, ne? Also, seit Anfang an war Schattenfender, dann kam Trübmoor, dann kam jetzt Dunkelforst. Ich glaube, die Gegend haben wir genug gesehen. Aber hier so nochmal eine schöne neue Wüste mit coolen neuen Tempeln oder sowas, das fände ich schon nice. So, das war also so ein bisschen das, was der Director gesagt hat. Mehr erfahren wir natürlich Anfang Januar, wenn es wieder weitergeht mit den Jahresauftakt-Events von ESO. War bis jetzt ja immer im Januar, da kam es eine große Ankündigung, was im Jahr passiert. Und ich bin schon mal schwer gespannt, was dieses Jahr passiert. So, Opa Rainer fragt schon, wann geht's los? Ja, gut, ich sag mal so, die Neuigkeiten finde ich schon, dass es losging, Opa Rainer. Man sollte sich schon mal überlegen, was noch so kommt, ob es sich überhaupt noch lohnt, ESO zu spielen. Oder ob vielleicht ein anderes Spiel gerade viel größere Add-ons hat. Auf jeden Fall, jetzt machen wir Storyline. Jetzt geht's weiter mit Geschichte. Wir sind nämlich in den Totenländern unterwegs und haben da noch ein paar Sachen zu erledigen. Nämlich die Macht der Veränderung. Da haben wir eine Quest. Dann haben wir hier die Uxas Schatzquest. Und natürlich, wie es auch immer sein sollte, ne, die Hauptquest natürlich noch. Die ist hier Todlicht. So heißt die Hauptquest. Und wir machen heute aber erstmal eine Nebenstoryline. Ja, weil wir die letzten Male schon ein paar Hauptstories gemacht hat. Wir gehen zum markierten Ort. Was sollen wir da machen? Uxas Schatz sollen wir da machen. Ich wollte mal gucken, was die hier gerade machen. Was machen die denn hier mit dem Zombie gerade? Ein Sterblicher. Geliefert wie versprochen. Kalusan zieht den Griff auf eigenes Risiko hinzu. Wenn das Spiel nicht laut genug ist, sagt Bescheid, dann werde ich es noch ein bisschen lauter schrauben. Ich glaube, es ist nicht laut genug. Ich habe es jetzt ein bisschen lauter gemacht. Wenn es nachher zu laut ist, wenn wir kämpfen oder so, dann einfach in den Chat reinschreiben. Ich lese mit. Ein Sterblicher geliefert, wie versprochen. Okay.
Er scheint zu meinen, dass ihr ihn beschummelt. Hä? Was ist denn das für eine Geschichte jetzt hier? Ja, und er ist ein Narr, so etwas zu denken. Kalusan hat nichts zum Zustand des sterblichen Fleisches gesagt. Dass er den Griff hinzuzieht, beweist nur seine Schwäche. Er hat einen Sterblichen verlangt. Er sollte froh sein, dass ich ihm einen liefere, der sich noch bewegt. Aha. Der Griff ist ja sozusagen hier die Polizei und sie sollte einen Sterblichen liefern, der ein Zombie ist. Also nicht so wirklich sterblich. Ihr meint nicht, dass es ungerecht ist, ihm einen toten Sterblichen zu liefern? Ah, ihr seid sterblich. Deshalb spielt der Unterschied für euch eine Rolle. Nein, es ist nicht ungerecht. Diesen Sterblichen muss Kalusan nicht füttern oder anziehen oder sich das endlose Gejammer anhören, dass er seine Familie vermisst. Er sollte sich dafür bei mir bedanken. Warum sagt ihr, dass er den Griff auf eigenes Risiko hinzuzieht? Der Griff hält nicht viel davon, ohne Grund gerufen zu werden. Er wird rasch zu meinen Gunsten entscheiden und Kalusan kann dann erklären, warum er ihn bei so einer Kleinigkeit hinzuzieht. Ich bin begierig darauf zu erfahren, welche Strafe der Griff verhängt. Ja, nicht übel. Sie handelt also mit Sterblichen, die tot sind. Ja, also Theo sieht nicht mehr so gut aus. Tretet beiseite, Sterblicher. Es sei denn, ihr möchtet die Autorität des Griffs herausfordern. Wie entscheidet der Griff bei solchen Streitigkeiten? Remora können sich vor ihren Schulden nicht drücken. Im Gegensatz zu zerbrechlichen Sterblichen ist das Wort eines Daedra für alle Ewigkeit bindend. Nichts ist wertvoller oder umstrittener als eine unbeglichene Schuld. Kalusans Anschuldigung ist eine schwerwiegende Angelegenheit. Und wie werdet ihr den Streit schlichten? Ich werde den Wert der Bezahlung auf Grundlage der arkanen Absichten der Statuten bestimmen. Der bescheidene Wert von Lebenden wie toten Sterblichen ist klar. Ein toter Sterblicher in diesem Zustand ist allerdings schwierig zu schätzen. Okay, und wie habt ihr denn vor, seinen Wert einzuschätzen? Ich werde mein Urteil auf die Nützlichkeit des Fleischs gründen. Welche Aufgabe es erfüllen kann, welchen Preis die verschiedenen Organe auf den Markt bringen und so weiter. Es scheint sich bewegen zu können. Okay, wir könnten jetzt mitreden, aber ich höre mir erst nochmal den anderen an. Was sagt Kalusan denn zu der Sache? Dieser kurzhornige Schwindler meint, er könnte mich zum Narren halten. Als ob ich den Unterschied zwischen einem toten Sterblichen und einem Lebenden nicht feststellen könnte. Was geht hier vor sich? Phynufax meint, diese schlurfende Leiche sei eine angemessene Rückzahlung für ihre Schulden an mich. Ich habe ihr gesagt, dass ich einen Sterblichen als Bezahlung annehmen würde. Die Absicht in meinen Worten war klar. Ich verlangte einen Lebenden, so sehr man etwas so Krudes wollen kann. Dann habt ihr also jemanden zum Schlichten gerufen. Schlichten? Ha, nein. Es wird sicher keinen halbgaren Kompromiss geben. Ich habe den Griff gerufen, um diese Angelegenheit so zu klären, dass es über jeden Zweifel erhaben ist. Sie werden zu meinen Gunsten entscheiden. Der Griff? Ja, die Richter für Ferngrabs Regeln und Gebräuche. Wir leiten diese Regeln aus den Statuten ab. Eine Macht, die nur wenige je ganz zu ergründen wagen. Der Griff steht allen Auslegungen der Statuten vor. Und wie ich schon sagte, die Statuten sind auf meiner Seite. Gut zu hören. Also, wir müssen jetzt entscheiden, kriegt er seine Schulden bezahlt oder kriegt sie Ärger? Tretet beiseite, Remo. Ich werde mein Urteil auf die Nützlichkeit des Fleischs gründen. Welche Aufgabe es erfüllen kann, welchen Preis die verschiedenen Organe auf den Markt bringen und so weiter. Es scheint sich bewegen zu können. Naja, also ich würde ja sagen, wenn ich mir schon einen Sterblichen wünsche, dann will ich den schon, dass der noch leben kann. Das heißt, das Ding kann ja kaum stehen. Das ist doch nichts wert. Stimmt. Aber sein Geruch ist kaum abstoßender als der eines lebenden Menschen. Und ihm fehlt das Bedürfnis nach den widerlichen menschlichen Notwendigkeiten, wie Nahrung und warmer Kleidung. Das ist doch sicher eine Verbesserung.
So gesehen ist es natürlich gar nicht so schlecht, aber etwas Totes ist keine angemessene Entschädigung, oder? Nun ist es immer noch gewiss etwas wert. Tja, also ich würde ja lieber einen Lebenden haben. Der kann dann wenigstens noch vortesten, ob das Essen schmeckt. So bezüglich, ne? Wie früher die Könige, ne? Die hatten ja auch immer so einen Testesser oder sowas. Ja, komm. Etwas Totes ist keine angemessene Entschädigung. Na super. Das hat ja jetzt wirklich nicht so viel gebracht. Aber doch hier, der Griff der Statuten, irgendwas hat's gebracht, helft dem Griff bei den Beurteilungen eines Sachverhalts in Ferngrab. Genau, Vorkoster. Silberkind, auf das Wort bin ich nicht gekommen. Ein Glück habe ich dich dabei. Danke für diese Information. Hier mein meine Souffleuse, ne? So heißt es doch. Oder ist das jetzt auch schon wieder falsch? Mensch, ich hätte besser in der Schule aufpassen müssen. Ei, das habe ich jetzt nicht gesagt. Da ist ja eine Lehrerin. Souffleuse ist bestimmt wieder falsch, ne? Souffleuse. Das ist richtig gesagt. Genau. Sehr schön. Danke sehr. Ist nichts Böses, ne? Nur wer das Wort noch nicht gehört hat. Ich wusste jetzt nur nicht, ob es Friseuse heißt oder Friseurin oder Souffleurin oder wie es mittlerweile heißt. Man weiß ja nie. Deutsch und so. Ach nee. Man muss richtig aufpassen, wenn eine Lehrerin zuschaut. Eieiei. Und Silberkind meint, also wir haben einmal jetzt dem Griff geholfen bei der Beurteilung eines Sachverhalts. Ja, das ist also eine Errungenschaft, die wir hier gerade gemacht haben. Darum, ne? Nehmt einfach auch mal die Nebengespräche mit, die irgendwo rumstehen, damit ihr auch solche Errungenschaften erledigen könnt. So, und was sagt sie jetzt dazu? Die Statuten liefern die Mittel, um sämtliche Konflikte zu lösen. Ich werde ihren Sinn auslegen. Okay. Dieser kurzhornige Schwindler meint, er könnte mich zum Narren halten. Na gut. So richtig das Ergebnis wissen wir jetzt noch nicht. Noch mehr Bezahlung? Ich hätte mir nicht die Mühe machen sollen, diesen Sterblichen zu holen. Ja, wie es aussieht, soll sie doch noch mehr bezahlen. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir noch irgendwie solche Situationen finden, natürlich. Das ist immer die Frage, wo stehen denn noch solche Leute rum? Die Existenz ist kaum mehr als ein Kampf, wenn man sich nicht den großen Fragen zuwendet. Also überall, wo der Griff entscheiden soll über irgendwas, da müssen wir mit denen reden. So, da habt ihr das schon mal gesehen, war auch nicht auf der Map irgendwie markiert. Ja, ich habe zwar das Add-on Map Pins an und das Add-on zeigt eigentlich solche Sachen, so erledigte Quests oder besondere Punkte, die man finden kann und sowas. Also auch Portale, Friseure, Rifts oder Antiquitäten oder im Blackwood hier zum Beispiel ein paar Sachen, ne? Also im Dunkelforst. Aber hier, das steht halt nicht drin, diese Errungenschaft. Ja, manche Sachen sind halt nicht per Map hin zu finden, deshalb immer mal so ein bisschen nebenbei auch quatschen. Zum Beispiel in Somerset ist auch sowas für nebenbei. Ja, das ist zum Beispiel beim Map hin zu sehen. Ne, hier diese kleinen Fragezeichen, ein Buch und sein Einband. So müsste jetzt eigentlich auch die Errungenschaft so mit so einem Fragezeichen zu sehen sein, wo diese random Verhandlungen mit dem Griff passieren könnten. Wir wissen es nicht. Da müssen wir also uns genau umgucken, wo denn so ein paar vom Griff stehen. Okay, jetzt aber weiter. Wir gehen zurück in die Totenländer. Also seid ihr es, auf den König Faharajat vertraut? Ich hoffe, das hat seine Berechtigung. Und werden dort mal Uksaks Schatz suchen. So, zack. Und auf geht's in die Totenländer. Silberkind meinte eben auch noch, dass die Waldelfen noch nicht so richtig beleuchtet wurden. Puh, also Waldelfen oder Rotwardonen, ja, aber bei den Waldelfen muss ich ehrlich sagen, die sind mir genug beleuchtet. Ich fand die Quest ziemlich langweilig von den Waldelfen. Also, die haben ja schon hier unten angefangen. Ja, hier irgendwo in Gratwald. Ja, da sind ja überall Waldelfen in irgendwelchen Bäumchen versteckt und so. Und dann
geht das ja hier auch noch in Grünschatten relativ viel weiter mit dem ganzen Waldelfenvolk und Malabaltor, da hängen die auch hier alle überall in den Bäumchen rum und sowas. Also ich muss sagen, 3 Gebiete Waldelfen reicht mir eigentlich schon. Ja, also ich brauche keine Waldelfen mehr. Vor allen Dingen, weil die ja immer nur davon reden, Blümchen darf man nicht essen und so weiter. Boah, ich weiß es jetzt. Oder was? Was darf man nicht essen? Tiere darf man nicht essen oder Blümchen? Bei denen weiß ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall schmecken die selbst nach Hähnchen. Das habe ich mal gehört. Also Waldelfen ist... Nee, Waldelfen muss nicht. Ist wirklich nicht so mein Volk. Außerdem ist hier kein Platz mehr bei den Waldelfen. Die sollen mal hier unten bei den Rotwardonen weitermachen. Okay. So, dann schauen wir mal. Wir wissen noch gar nichts. Es sind auf jeden Fall politische Intrigen, die demnächst kommen. Und wir sind einfach mal gespannt, was denn da sich Zenimax für Anfang des Jahres ausdenkt. Uxaks Schatz. Wir haben viele, viele Leichen gefunden hier in dem Gebiet und haben dann immer wieder Steine zurückgebracht. Und diese Steine, die waren eigentlich dafür da, einen Schatz zu finden. Und was wir jetzt finden und wie das jetzt aussieht, da gucken wir uns jetzt die Quest nochmal an. Das ist eine Nebenquest, die wir dann bekommen haben in Ferngrab. So, und hier irgendwo soll der Schatz wohl gleich liegen. Ja, das sieht auch schon beeindruckend aus da vorne, habe ich so das Gefühl. Nass hat mir nämlich die Quest gegeben. Die ist in dem Haus, wo auch die Hauptquest oft stattfindet. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Frau heißt, die dann im Haus wohnt, aber ihr kennt dieses Haus auch. Nass hat mir erzählt, dass die Ebenensteine, die wir gefunden haben, die ich also ihr gebracht habe, ein Portal zum versteckten Schatz von Uxarch, einer Xivali-Kriegerin, öffnen können. Skodal hat mir erzählt, wo ich die Edelsteine platzieren muss, um ein Portal in den geheimen Unterschlupf zu öffnen, in dem der Schatz ist. Dorthin sollte ich reisen. So, Skodal war hier, ja, in der Elendspitze, da sind wir mit den Quests auch schon soweit fertig. Ich finde einfach auch nicht diese Chaosblute, da muss ich auch mal genau gucken, wo die alle rumhängen. Die sind immer tot oder gar nicht da, wenn ich da vorbeireite. Da muss ich nämlich auch noch ein bisschen was tun als Errungenschaft. Okay, aber jetzt gehe zum markierten Ort und mal gucken, ob wir zu dem Schatz kommen. Was ist hier los? Das sind gar nicht die, die ich brauche, ne? Aber sieht gut aus, ich helfe mal. Der hat irgendeinen verbrannter Grad oder so. Aber hatte wohl nichts mit der Quest zu tun. Sah einfach nur cool aus. Okay. Habe ich mich wieder eingemischt. Naja. Kommt schon mal vor. So, hier platzieren wir jetzt mal die Ebenensteine, damit wir zu dem Schatz kommen. Mal gucken, ob wir jetzt hier wirklich die Ebene wechseln. Och, wie schöne Farben haben die denn? Sehr cool. Ein Portal zu Uxars Schatz. Okay. Oh, wir sind nach oben geportet und da ist er. Versteckter Schatz. Eine kleine Kiste, die gerade groß genug ist, damit man sie mit 2 Händen tragen muss. Sie gibt eine leichte Hitze ab. Okay. Jo, das ging schnell. Sehr zügig. Wollt ihr eine Runde Totenländer gucken? Sollen wir wieder durch die Totenländer laufen? Ich wäre jetzt eigentlich... Nee. Ich glaube, das sind gar nicht die Totenländer. Hier muss man, glaube ich, nur die Mobs killen. Wir sind ja schon in den Totenländern, oder? So, ah, das Atoll der Selbstopferung heißt es jetzt. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Haben wir eigentlich schon alles oft genug gemacht. Ich guck mal gerade, ob da vorne noch eine Quest auf uns wartet. Da ist einer von diesen Typen, die wir killen müssen, soweit ich das sehe. Soll ich den hier mal be... Nee. Oh, die halten aber was aus hier. Die halten mehr aus als die Weltboss, wie es aussieht gerade. Ja?
habe ich auch alles gebufft. Meine Güte, der geht ja gar nicht drauf. Warum immer ich? Was macht der mit mir? Irrsiefel der Schänder. Der hat auf jeden Fall mehr Leben als die anderen Viecher, die hier so rumhängen. Die Weltbosse. Ein guter Kampf macht den Sieg nur noch süßer. Die Weltbosse halten nicht so viel aus. Die sind dann schon tot, wenn da 1, 2, 3. Wie viele Leute sind denn hier? Toll, jetzt habe ich gerade meine Gefährten nicht dabei. Ich hatte den Bankier noch draußen oder den. Die Krähe. Oh, das nervt aber. Muss man eigentlich von diesen Rittern? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man dafür so viele braucht. Ich dachte, die gehen solo, aber scheint nicht so. Immerhin 39%. Viele Pets. Alles, was grün ist, sind nur Pets oder so. Das ist schon krass. Mehr Pets als Spieler. Ich kann nicht sterben. Doch, kannst du wohl. Also wenn man es so sieht, sind wir nur zu viert. Aber trotzdem dauern Weltbosse zu viert auch nicht so lange. In der Regel. Einmal ultimative Fähigkeit benutzt. Schon wieder eine Bestrebung geschafft. Chaosblutjäger freigeschaltet. Sehr schön. Hexos Abschirmung bekommen. Und damit haben wir etwas Neues geschafft. So. Würde ich euch jetzt gerne zeigen. Und zwar einmal haben wir geschafft hier. Findet und besiegt 10 Chaosbluthenker in den Totenländern. Einen haben wir erreicht. Und das war Irrenziefel der Schänder. Hier läuft also noch vor Solach der Amboss rum und Kotan der Klingengeschworene. Wir müssen also noch ein bisschen mehr als nur den einen killen. Ja, also immer Augen aufhalten, wenn ihr so einen seht, dann draufhauen. Es gibt also zwei Errungenschaften, auch hier für diese Chaosblut, schlechter Henker und so weiter. Muss man also sich auch drum kümmern. So, wir gehen nach Nassus zurück. Geben die Quest mal schnell ab. Und danach holen wir uns weiter hier Errungenschaften. Nein, wir machen danach weiter Nebenquests. Also alle Nebenquests erstmal erledigen, die ich jetzt so noch auf dem Schirm habe. Die gelben Ausrufezeichen, die hier so sind. Die ich noch in meinem Questlog habe. Und danach erst machen wir die Hauptstory weiter. So. Jetzt geht's erstmal zurück zu Nass. Was ist jetzt in dieser Kiste drin? Was ist das für ein Schatz? Warum sind dafür drei Leute gestorben? Und krieg ich da eine vernünftige Belohnung aus? Wer sind all diese neuen Bremora in Ferngrab? Die mit den großen Schwertern. Wer da immer weiter redet, verstehe ich nicht so wirklich. Aber schön, dass sie was zu quatschen haben. So, da ist sie. Ich habe nur Zeit für jene, die erfolgreich sind. Ihr solltet lieber nicht hier sein, um mich mit eurer Gesellschaft zu belästigen. Ich habe den verlorenen Schatz gefunden. Ich bin schockiert. Madame Caprice spricht seit Jahrhunderten von diesem Schatz. Und nun halte ich ihn in Händen. Das wird der einzigartigste Gegenstand in unserer Obhut sein. Hier, nehmt eure Belohnung. Sterbliche führen bekanntermaßen ein kurzes Leben. Doch ich hoffe, dass es bei eurem anders sein wird. Auch das ist ja nett. Und wir bekommen Nass-Signet. Ja, also Nassring.
Und Hexos Abschirmung, Werte für kritische Treffer, Magie und Waffenkraft, dann wieder kritische Treffer und verursacht ihr direkten kritischen Schaden, erhaltet ihr ein Schadensschild. Ein Ring, der euch für eure Hilfe von dem Scarfin verliehen wurde, der Madame Caprice dient. Also von ihr hier. Sehr schön. Oh, was habt ihr da drin gemacht? Madame Caprice wird erfreut über euer Funkbellen sein. Was? Was habt ihr da drin gemacht? Redet ihr über den Schmetterling? Nee, ne? War das jetzt wirklich nur ein Schmetterling? Weder Madame Caprice noch ich werden die Dienste vergessen, die ihr uns geleistet habt. Nicht einmal, wenn das Licht euren Körper verlassen hat und ihr zu Staub zerfallen seid. Sködern meinte, er würde euch und Madame Caprice töten, sobald Uxax und der Rest ihres Clans zurückkehren. Ich erwarte nichts weniger als das. Ich werde es genießen, Zeugin zu werden, wie sie versuchen, unsere Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden. Wann auch immer es zu dieser Konfrontation kommt, sie wird erhellend werden. Habt ihr irgendeine Idee, was der Schatz ist? Nein. Der Wert von Uxax verborgenem Schatz hängt von dem Mysterium ab, worum es sich dabei überhaupt handelt. Selbst Mutmaßungen darüber, was sich in diesem Behältnis befindet, könnten den Preis senken. Ihr werdet weise, wenn ihr von diesem Gedankengang abwieset. Okay, also der Schmetterling ist es nicht. Was werdet ihr tun, da ihr Uxas Schatz habt? Mich an meinen nächsten Auftrag machen. Ich habe schon mehrere Daedra und potenziell geeignete Sterbliche für Bergungsmissionen an der Hand. Wir werden sehen, ob welche von ihnen der Aufgabe gewachsen sind. Okay, sind alle Aufträge, um die ihr euch kümmert, so gefährlich? Gefahr ist eine Frage des Blickwinkels. Der Preis eines Lebens ist billig, wenn die meisten aus dem Reich des Vergessens zurückkehren, ohne dass ihnen diese Reise groß geschadet hätte. Falls euch das stört, braucht ihr hoffentlich nie meinen Beistand oder den von Madame Caprice. Okay, wunderbar. Wieder eine Nebenquest erledigt. Wer ist das? Schon wieder zurück? Nun ja, Nirnling. Ich biete immer noch an, euch durch die Verstrickungen von Moa zu lotsen. Ach, das haben wir schon gemacht. Okay. Wir nehmen uns mal die Hauptquest hier an, machen die aber jetzt erstmal nicht, ne? Nur gerade wo wir hier sind, bei Madame Caprice. Kommt, Sterblicher, wir haben viel zu besprechen. Hören wir mal, wie es weitergeht. Die Geheimnisse, nach denen ich trachte, hütet Schwester Seldina. Sie hat nach wie vor die nötigen Mittel, um mehr Kataklysten zu erschaffen. Die Gefahr für Ferngrab und Nirn bleibt also bestehen. Wir müssen herausfinden, wo Todlicht und diese verborgene Festung liegen, von der die Klingenträger gehört hatten. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie wir die Lage von Todlicht in Erfahrung bringen können? Alles, was ich über Todlicht weiß, sind Gerüchte und Mutmaßungen. Es ist eine Ebene, die in uralten Zeiten einen großen Kataklysmus durchlebt hat. Ein Reich, das von der Zeit vergessen und verloren wurde. Ich hatte gehofft, Madame Caprice könnte mehr wissen, doch sie behauptet, der Ort wäre ein Mysterium. Rynkus hat seine Klingenträger entsandt, um die Totenländer nach Schwester Seldina zu durchkämmen. Interessant. Die Spieler des Klingenträger-Clans sind durchaus fähig. Vielleicht können sie eine Spur aufnehmen, wo wir bisher nichts gefunden haben. Sehr gut. Sucht Rynkus und fragt nach, was er erfahren hat. In der Zwischenzeit stelle ich meine eigenen Nachforschungen an. Okay, ich werde mit Rynkus darüber reden, wie man Todlicht und die Festung des Kults findet. Ich bat Rynkus, uns hier in Ferngrab zu treffen. Ihr solltet ihn auf dem Platz der Portale finden. Fragt, ob seine Speer etwas Nützliches in Erfahrung gebracht haben oder ob er eure Unterstützung braucht. In der Zwischenzeit habe ich mich um meine eigenen Nachforschungen zu kümmern. Okay, könnt ihr mir mehr über eure Ermittlungen sagen? Viel von dem, was ich studiere, übersteigt das Vorstellungsvermögen von Sterblichen. Doch ich schätze, ihr habt euch einen Einblick in mein großes Ziel verdient. Ich habe vor, den verdrehten Stab zu untersuchen, den ihr mir gegeben habt. Ich möchte auch die Anachoretin bezüglich der Ereignisse an der Feste Kummer befragen. Okay, den verdrehten Stab haben wir vorerst mal mit der Dead-Ratte gefunden. Den fand die irgendwie super, den Stab, aber
Was der kann, wissen wir nicht. An der Feste Kummer schienen sich Schwester Seldina und Valkynas Nokvos zerstritten zu haben. Das war im letzten Stream. Ja, ihr könnt also die Aufnahmen vom letzten Stream nochmal gucken. Auf YouTube sind die ja gut zu sehen, die ganzen Deadlands-Playliste. Und dann kann man das bei mir auf dem Kanal immer nochmal nachschauen. Habt ihr das nicht kommen sehen? Ich bin überrascht, dass sie so lange verbündet geblieben sind. Valkynas Nokvros hat es offensichtlich gehasst, eine Sterbliche unterstützen zu müssen. Wohingegen Schwester Seldina es verabscheute, unter dätrischer Aufsicht zu stehen. Mhm. Heißt das, dass wir uns keine Sorgen mehr über Valkynas Nokvros machen müssen? Sicher nicht. Nokvros arbeitete daran, herauszufinden, wie er einen eigenen Kataklysten erschaffen kann. Ihr erinnert euch? Doch wir sollten zuschlagen, solange die erwachende Flamme noch durcheinander ist. Sucht ihre versteckte Feste, erfahrt, was nötig ist und tut dann, was zu tun ist. Okay, und ihr meint, dass der verdrehte Stab wichtig sein könnte? Jedes Werkzeug findet seinen Zweck in den richtigen Händen. Ich spüre schlummernde Magie in dem Stab. Und etwas von dieser Energie erinnert mich an eure Deldratte. Aux meint, dass der Stab wichtig ist. Ach, das tut er? Interessant. Wir haben schon gesehen, dass die Sinne der Deldratte äußerst fein sind. Vielleicht steckt mehr in dem Stab, als ich anfänglich vermutet hatte. Ich werde ihn untersuchen und versuchen, etwas herauszufinden. Okay, und was wollt ihr mit der Diana Schoretin fragen? Sowohl Rynkios als auch die Anachoretin haben berichtet, wie sie die Macht des Kataklysten störte, was euch die Gelegenheit verschaffte, die Verkörperung zu besiegen und die Maschine zu vernichten. Sie behauptet nicht zu wissen, wie sie das bewerkstelligt hat. Vielleicht kann ich ihr helfen, es zu verstehen. Genau, der Kampf war auch ziemlich cool. Da haben wir so eine Riesenverkörperung besiegt und den Kataklysten zerstört. Und ja, vielleicht wegen der Maske, die die anhat. Wir wissen immer noch nicht, was mit der Maske los ist von der Anachoretin. Nicht Schuh. Ihr werdet ihr nicht wehtun, oder? Ich will nur ihre Geschichte hören. Ihr Fragen stellen. Sie hat angedeutet, dass die Maske ihr ein gewisses Unwohlsein bereitet, wenn sie versucht, auf ihre vergessenen Erinnerungen zuzugreifen. Doch ich persönlich werde ihr kein Leid zufügen. Vertraut ihr mir nicht, Sterblicher? Doch. Ich vertraue dir. So, dann sprechen wir noch mit der Anachoretin und natürlich mit Rynkos, damit wir auch die Quest noch ein bisschen weiter gestrickt bekommen. Aber ich gebe euch in der Zeit kurz eine Abstimmung, nämlich wir werden ja jetzt noch ein paar andere Quests angehen und ein bisschen durch die Gegend laufen. Und soll ich neue Bücher lesen? Das könnt ihr jetzt mit abstimmen. Dafür gibt es jetzt hier auf dem Kanal eine kleine Abstimmung. Also ihr könnt sagen, möchtet ihr die Bücher vorgelesen haben, die ich jetzt noch finde, die neu sind, wo mein Elder Scrolls dann so plinkt. Ja, die alten Bücher, da plinkt es nicht. Nur die Bücher, die ich neu in mein Librarian bekomme, gelten dabei. So, und zack. Die können natürlich manchmal auch 15 Seiten lang sein, die Bücher. Nein. 2 bis 6 Seiten lang sein, die sind manchmal ziemlich viel. Aber ihr könnt mit abstimmen, ob ich die vorlesen soll. So, da läuft es dann auch schon. Und wir machen jetzt ein neues Ziel hier, gerade in den Kanal. Wir haben nämlich mittlerweile schon Abo-Punkte. Also es gibt Abonnenten und Abo-Punkte hier. Und wir sind bei 92 Abo-Punkten. Und ich gebe jetzt hier mal das Ziel vor, 100 Abo-Punkte. Und dann machen wir auch ein 100k Giveaway. Ja, das können wir dann auch noch am Mittwoch machen. Für ESO auf jeden Fall. ESO EU Gold. Ja. PCUU Gold, nur leider für PC. So, wenn wir das Ziel schaffen, also 100.000 Gold, eine kleine Möglichkeit, jetzt hier ein Giveaway zu starten. So, das Ziel ist aktiv und wir machen mal, ja, ich würde sagen, 3 bis 4 Minütchen Biopause, bevor wir jetzt mit der Anachoretin und Rynkos sprechen und die nächste Nebenquest angehen und vielleicht neue Bücher lesen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr bleibt dran die paar Minuten. Ihr könnt ja in der Abstimmung so lange mitmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also 3 Minütchen
Biopause. Bis gleich.